So, und weiter geht's im Text, jetzt im zweiten Teil hier in der Freitagsbesprechung. Wir sehen es hier ganz klar, das Thema Risk Management, das A und O. Es geht mir einfach darum, ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder Anfragen erhalten, oh Mann, wie mache ich das denn mit meiner Positionsbedeutung, Berechnung? Ich habe Gewinne gemacht, aber ja, ich verliere auch immer wieder Geld und ich sehe, woran die Probleme liegen. Und eines der Probleme liegt einfach ganz klar in der Risikokontrolle. Deswegen heute und hier das Thema: Gewinne bedeuten nichts ohne Risikokontrolle, denn Glück kann man nicht partizipieren. Heißt also an dieser Stelle, man braucht ein gutes, funktionierendes Risikomanagement und dieses Risikomanagement, das müssen wir hier an dieser Stelle natürlich immer wieder mit, ja, sag ich mal, reinnehmen und für unsere Trade-Betrachtungen wichtigerweise auch immer vor jedem Trade mitmachen. Heißt also an dieser Stelle, wir gehen jetzt einfach mal hier hinein in die Präsi und schauen einfach mal durch. Risikohinweis natürlich immer vorneweg, das ist ganz klar, hier weiterhin gilt, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das Ganze bitte ich wie immer die Zuschauer hier in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Das dazu und dann gehen wir einfach mal durch hier die Präsentation an dieser Stelle. Oh je, ich sehe schon, hier haut gerade einiges in der Besprechung nicht hin. Aber gut, wir kriegen das alles in den Griff. Heißt also, wenn wir uns hier einfach mal mit dem Thema Trading im FX-Bereich beschäftigen wollen, dann ist es faktisch so, die Risikokontrolle im FX-Trading, da kann man im Traden sagen, es ist im FX ein klein wenig anders, wie wenn man beispielsweise den DAX tradet. Also ich meine, man braucht im DAX oder im DAO oder im BTI natürlich auch immer eine Risikokontrolle. Die Sache, die nur beim DAX oder beim DAO oder beim Öl der Fall ist, man weiß ja, wie die Dinger ticken, ne? Öl notiert in Dollar, da weiß man genau, wenn ich jetzt einen Dollar im Risiko habe, dann weiß ich genau, wie hoch mein Risiko für die Position ist. Das lässt sich relativ leicht machen. Im Forex-Trading hier bei Tickmill ist das Ganze, also im Forex-Trading im Allgemeinen ist das natürlich so. Hier, man muss die Risikoparameter ein bisschen anders bestimmen. Das heißt, im Forex-Trading ist es so, wir haben hier die Risikoparameter unter anderem in der Handelsgröße und entsprechend in, sag ich mal, dem Währungspaar an sich. Das heißt, Thema Handelsgröße. Wir haben jetzt als private Trader durch beispielsweise den Handel hier bei Tickmill natürlich sehr, sehr schöne Möglichkeiten, unsere Positionsgrößen zu skalieren, ne? Also die Basis im Forex-Bereich ist immer ein Standard-Lot. So, ein Standard-Lot heißt, das sind 100.000 Einheiten einer Basiswährung. Und das Ganze für die Skalierbarkeit gibt es hier bei Tickmill im Mini-Lot und im Mikro-Lot. Das heißt, das Standard-Lot sind 100.000 Einheiten, der Mini-Lot sind 10.000 Einheiten der Basiswährung. Es ist nicht unbedingt die Kontowährung, sondern die Basiswährung. Oder als drittes dann das sogenannte Mikro-Lot. Das sind sozusagen dann die 1.000 Einheiten für die Basiswährung. Ja? Und das Risikoparameter in der Handelsgröße steckt dann auch noch darin, dass man die Kontowährung hat. Ja? Wer also beispielsweise ein Euro lautendes Konto hat, dessen Währung ist Konto. Und dann gibt es immer noch die Handelswährung. Und das muss man alles am Ende unter einen Hut bekommen. Das heißt, wer sich beispielsweise sagen möchte, okay, ich habe auf meinem Konto, also mit der Kontowährung im Euro für meine Trades immer ein Risiko von 100 Euro. Ja, der hat das schon mal festgelegt. Die Herausforderung ist halt hier zu sagen, wie ist das denn jetzt in der Handelswährung, ne? Weil ich muss ja dann die Euro in die entsprechende Handelswährung umrechnen. Und das macht es ein bisschen komplizierter im Vergleich beispielsweise vom DAX. Da weiß man genau, wie viel Euro ein Punkt wert sind. Und damit kann man das relativ schnell skalieren. Hier im Forex-Bereich ist das Ganze ein klein wenig anders. Das heißt, hier an dieser Stelle gucken wir uns das mal an. Wir haben sozusagen die verschiedenen Währungspaare. Das heißt, das, was wir hier sehen, sind sozusagen mal die Lot-Betrachtungen gängiger FX-Paare. Also hier im Australdollar, US-Dollar haben wir pro Lot eine Menge von 100.000 aus
Australdollar. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Die Währung, die vorne ran steht, ist sozusagen hier an dieser Stelle der Betrag pro Lot. Euro-US-Dollar haben wir 100.000 Euro, Euro-Schweizer Franken natürlich auch wieder 100.000 Euro. Das ist sozusagen immer dann die sogenannte Basiswährung. Britisches Pfund, US-Dollar haben wir 100.000 britische Pfund und im US-Dollar, japanischen Yen, haben wir hier ganz klar 100.000 US-Dollar. Das einfach mal als Fakt hier oben raufgelegt. So, das heißt also, wenn wir uns die Lots einfach mal anschauen, wissen wir ganz klar, hier beispielsweise im Währungspaar Euro-US-Dollar, da haben wir ja zum einen den Euro und zum anderen den US-Dollar. So, und in diesem Währungspaar ist der Euro sozusagen die Basiswährung. Also so wie wir das gerade auch gesehen haben, ein Lot Euro-US-Dollar bedeutet, das Lot hat eine Größe von 100.000 Euro. Und das wird dann umgerechnet in US-Dollar. Das heißt, wenn wir beispielsweise ein vollständiges Lot Euro-US-Dollar bei 1 Euro oder bei 1,11 kaufen, also 1,11 US-Dollar, dann hat das ganze Lot einen Wert von 111.000 US-Dollar. Kauft man den Mini-Lot bei 1,11, dann hat das Ganze einen Wert von 11.000 US-Dollar. Kauft man einen Mikrolot, hat das Ganze dann einen Wert von 1.100 US-Dollar. Das Ganze braucht man einfach, um zu sehen, wie hoch ist denn die Position, die ich jetzt im Markt bewege. Und das brauchen wir dann wiederum für die Berechnung entsprechend unseres Risikos, beziehungsweise auch, um einfach mal zu sehen, wie viel Geld bewegen wir denn jetzt von unserem überhaupt zur Verfügung stehenden Handelskapital, also hier, was die Margin entsprechend auch mitbietet, um das Ganze auch in die Risikokontrolle mit hineinzubringen. Das heißt hier an dieser Stelle, gehen wir mal den Punkt weiter und schauen mal auf die Kursbetrachtung bei Währungen. Ne? Die erfahreneren Trader, die werden das alles schon kennen. Ich weiß aber aufgrund der Fragen, die ich hier regelmäßig bekomme, dass es immer wieder auch, sag ich mal, die ein oder andere Herausforderung in dem gibt, was man hier an dieser Stelle sieht. Das heißt, die Kursbetrachtung bei den Währungen, da muss man auch immer sehen, was ist denn jetzt die Standardpreisangabe, was ist ein Pip, wo finde ich denn den Pip? Das heißt, hier an dieser Stelle im Währungsbereich, die Standardpreisangabe sind 5 Stellen. Mittlerweile wird in der Regel auch 6-stellig angegeben, aber klassisch, es sind 5 Stellen, die man hier hat. Die Standardmaßangabe, da spricht man immer vom sogenannten Pip. Ja? Und bei den Pips, ja, da sagt man, naja, das ist die vierte Nachkommastelle, kann man sich doch einfach merken. Nee, nee, Leute, so einfach ist es nicht. Ne? Bei den Währungen, ja, die 0, oder 1, haben, natürlich, da ist es die vierte Nachkommastelle. Aber was passiert denn plötzlich, wenn wir japanische Währungen uns anschauen, ja, die 100,05 beispielsweise sind? Wo ist denn da die vierte Nachkommastelle? Da kommt nämlich die Problematik in der Berechnung schon los. Da geht es dann schon los. Da ist der ein oder andere Trader überfordert. Ja? Aus diesem Grund, Knoten ins Taschentuch. Es gibt eine kleine Eselsbrücke, sag ich mal, Teilnehmern in den Ausbildungen oder in Coachings immer gerne mitgebe. Ein Pip ist die 5. Stelle im Kurs. Ne? Das heißt hier, wenn wir das Ganze mal kurz hier in der Währung anschauen, also hier im Euro-US-Dollar beispielsweise 1, 2, 3, 4, 5. Also diese 0 hier ist ein Pip. Und weil diese Währung natürlich eine 1, hat, ist das auch die vierte Nachkommastelle. Ne? Das ist also relativ leicht zu sehen. Aber wie ist es denn bei anderen Währungen, im Yen beispielsweise, ne? Da gibt es ja hinten dran nicht so viele Nachkommastellen und da ist es dann tatsächlich die 5. Stelle. Das heißt hier 1, 2, 3, 4, 5 und das ist dann das entsprechende Pip. Und wenn wir uns jetzt mal noch den Unterschied hier zwischen dem Sell-and-Buy-Preis anschauen, hier im Euro-US-Dollar, dann sehen wir, dass das entsprechend eine Lücke ist. Ne? Und hier im Euro-US-Dollar ist der Spread, als ich das gestern gemacht habe, hier haben wir einen Spread von 0,1 Pip. Das heißt, das wäre dann hier die 5. Nachkommastelle. Da sehen wir die Differenz, wie weit hinten der Spread liegt. Und da sieht man halt, das ist auch die Qualität der Broker, je enger der Spread ist, je geringer sind natürlich auch die Kostenfaktoren für uns Händler. Deswegen schaut man da am besten immer auch mit drauf. Und da ist Tickmill im Marktvergleich auch immer
weit, weit führend bei sehr, sehr vielen Dingen. Also, das mal der Ausflug in das Thema Aufbau einer Preisangabe mit dem Thema PIP und dem Spread. So, und wo wir jetzt bei den PIP sind, gehen wir hier jetzt mal noch einen Schritt weiter. Und zwar haben wir hier bei der Risikoberechnung im FX-Trading eine sehr, sehr hohe Komplexität. Und da kommt das Thema PIP nämlich wieder auf die Uhr, weil mit den PIPs berechnet man natürlich jetzt mal sein Risiko. Und das Ganze bringt wieder eine relativ hohe Komplexität, wie ich das hier geschrieben habe, weil am Anfang hatte ich es erwähnt, unsere Kontowährung ist beispielsweise in Euro, die Handelswährung ist allerdings abweichend. Ne? Das heißt, was wir hier machen müssen, ist, um das Ganze am Ende sauber rauszubekommen, die Umrechnung der Kontowährung in die Basiswährung im Trade, danach die Berechnung der PIP-Größe für die Risikoabsicherung und das Ganze dann wieder zurückgerechnet sozusagen in die Kontowährung. Ja. Tickmill gibt den Tradern da an dieser Stelle auch eine schöne Hilfe. Es gibt den Tickmill PIP-Rechner auf der Website von Tickmill. Die gucken wir uns nachher gleich mal noch an. Und im PIP-Rechner können wir einfach angeben, okay, wie ist denn unsere Kontowährung in dem Moment hier in Euro? Welches Währungspaar möchten wir handeln? Und dann können wir einfach noch die Lotgröße eingeben. Das heißt, wer ein Lot handeln will, gibt da ein Lot ein. Wer ein Mini-Lot handeln möchte, gibt 0,1 ein. Und wer ein Makro-Lot öffnen, traden möchte, beziehungsweise ein Mikro-Lot traden möchte, der gibt hier einfach eine 0,01 ein. Punkt, aus die Maus, fertig ist. Und hier haben wir es gesehen, als ich die Präsentation hier gestern gemacht habe. Ein PIP im Lot hat einen Wert von 9,01 Euro. Das hier mal dazu. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, zum Beispiel bei einem Trade im Währungspaar Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar. Ja? Da haben wir beispielsweise hier, mal gucken, ob ich den Chart kurz aufkriege. So, was hatte ich gesagt? Es war das Währungspaar Neuseeland-Dollar-Kan-Dollar. Einfach mal kurz einen Augenblick Zeit geben. Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar. Den Chart haben wir entsprechend hier. So, das Ganze, wie schon gesagt, das ist mal der Chart jetzt. Ich will jetzt auf die einzelne Chartsituation hier an dieser Stelle gar nicht großartig eingehen, sondern einfach nur mal zu sagen, okay, wir nehmen jetzt an dieser Stelle einfach mal den Chart her und sagen, okay, wir wollen beispielsweise long gehen, wenn wir hier oben über dieses alte Hoch drüber laufen, short gehen bzw. long gehen da oben drüber. Die Risikoabsicherung, die setzen wir halt beispielsweise jetzt mal weit gefasst. Hier unten drunter ist ja der Stundenchart. Dann wissen wir, okay, wir gehen jetzt hier oben rein auf die Long-Seite. Hier unten ist unsere Absicherung und die Differenz zwischen dem Einstieg und der Absicherung ist sozusagen unser Risiko. Und das sind halt x PIP an dieser Stelle. Das heißt, hier an dieser Stelle, wenn man es mal klein macht, sieht man das Ganze hier. Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar, beispielsweise long. Das Trade-Risiko, also in unserem Beispiel in der Kontowährung, sind 100 Euro. Ja? Das heißt, wir wollen hier sagen, Kontowährung, Risiko 100 Euro, Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar, long. Da kaufen wir einfach einen Mini-Lot, das heißt hier im Bereich von 10.000 Einheiten. Wir sehen hier auch aus Risikogesichtsgründen, das hatte ich ja vorhin auch avisiert, den Hebel von 1 zu 20. Und wir sagen ganz einfach, okay, in unserem Falle, wir wollen jetzt long die Position eröffnen, also deswegen Einstieg long at 0,86900 Kan-Dollar. Den Stopp setzen wir bei 0,86690. Das heißt, die Differenz zwischen diesen beiden Werten sind hier 21 PIP. Also das heißt hier 0,0021, das sind 21 PIP in diesem Fakt. So, jetzt haben wir erstmal das Ganze da und das Ganze müssen wir jetzt natürlich dann umrechnen für unsere Risikogröße. Das heißt, an dieser Stelle gehen wir einfach mal hier auf den Währungsrechner drauf. Ich gebe diese Internetadresse, die ich hier habe, gleich auch mal noch in die Chats mit rein. Kurzen Augenblick. Einmal das in Facebook habe ich es gerade gepostet und jetzt poste ich das Ganze noch für alle Zuschauer hier auf GoToWebinar auch noch direkt mit rüber. Da hat es entsprechend jeder mit dabei und dann gucken wir uns das Ganze jetzt hier einfach mal bei Tickmill an. Ich mache die Seite auch gleich mal noch mit auf. So. Und dann haben wir es nämlich. So, dann ziehe ich mir das mal raus und hole es mal rüber. Und hier, wie schon gesagt, das ist der Forex-Rechner. Den findet man hier entsprechend unter den Werkzeugen hier
beim Forex-Rechner da draufklicken, da kommen wir auf die Seite und da finden wir zum Beispiel den Währungsumrechner, den Margenrechner, der ist ja auch immer da und dann entsprechend hier unten das, was wir jetzt brauchen, das wäre hier dann unser PIP-Rechner, ne? Und was ich gerade hatte, das Beispiel hier, Euro, Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar in der Kontowährung Euro haben wir ja gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal das Währungspaar Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar hier rein und sagen, wir wollen ein Mini-Lot traden, also geben hier einfach mal eine 0,1 an und damit kann man das Ganze berechnen. Und hier sehen wir, dass ein Pip sozusagen hier einen Wert von 0,69 Euro hat. Das sehen wir hier. Und diesen Wert, den brauchen wir jetzt nämlich in der Umrechnung zu dem, was als nächstes kommt. Ja, gestern, als ich die Grafik hier erstellt habe, waren das 0,68. Also das ändert sich immer mal ein paar Nuancen, je nachdem, wie das Ganze ist. Und dann sehen wir hier natürlich jetzt diesen Wert, den wir hier brauchen. Und mit der 0,68 gerechnet haben wir jetzt sozusagen hier unsere Fakten alle auf dem Tisch. Das heißt, wir wissen, unser Stopp ist 21 Pip vom entsprechenden Wert entfernt. So, dann hier die Rechnung mit 0,69. Das heißt, 21 Pip, wo ich sehe gerade, hier habe ich einen Tippfehler drin. Hier waren es 68 Cent, hier sind es 69, aber dann stimmt das ja für heute, als wenn das Universum das gewusst hat, dass ich den Fehler mache. Also, 21 Pips mal 29 Cent sind eine Risiko Kosten pro Minilot von 14,28 €. So, jetzt wissen wir ja, wir haben ein Trade-Risiko von 100 Euro. Das heißt, jetzt können wir mit diesen beiden Werten ganz klar und einfach berechnen, wie viele Lots, Minilots ich kaufen kann, ne? Das heißt, einfach Taschenrechner nehmen, 100 Euro durch 14,28 € rechnen und im Ergebnis können wir dann 7 Minilot kaufen. Und das ist dann entsprechend unsere Positionsgröße, die wir hier in diesem Bereich haben. Und damit haben wir die Filterung sehr, sehr schön zu sehen, wie wir unsere Risiken berechnen können, ne? Das ist extrem wichtig. In dem Moment ist das jetzt natürlich auch viel, viel Handarbeit. Man kann sich da mittlerweile die Arbeit auch einfacher machen. Es gibt da Software, die man dafür erwerben kann. Ich kenne auch Software. Ich will hier bloß keine Werbung dafür machen an dieser Stelle jetzt. Der Punkt ist, wer Fragen dazu hat, ja, bitte meldet euch bei mir. Ja, ihr wisst ja, Facebook kann man mich relativ gut erreichen. Bei Tickmill beziehungsweise einfach auf der Expertenseite von Tickmill mich anschreiben. Das ist also den Weg zu mir zu finden. Das ist relativ leicht. Oder einfach mal die Website von mir checken. Entschuldigt, die Investorschule. Das ist ja meine Firmenseite, wo ich auch meine Ausbildung laufen habe. Einfach mal dort drauf gehen, mir eine Nachricht schicken, was Kontaktfeld oder aber auch info@investorschule.de. Also wer mich finden will, der findet mich. Und da gibt es dann auch entsprechend die Informationen zu einer Software, die diese Arbeit uns deutlich vereinfachen kann. Aber das ist der Grundweg und ich bin ein Verfechter dafür, dass jeder Trader verstehen muss, wie der Grundweg funktioniert und dann kann man sich auch relativ gut helfen lassen, ne? Ähnlich wie in der Schule, bevor wir mit dem Taschenrechner rechnen, sollten wir erstmal bestimmte Aufgaben in Mathe auch hier oben im Kopf rechnen können, dass wir das Grundverständnis dafür haben. So, also das zur PIP-Berechnung und dann möchte ich jetzt noch mal ganz kurz hier den Weg in die Tickmill-Plattform geben. Noch mal kurz zum Thema der Handelsgrößen. Ich hatte ja vorhin gesagt, heutzutage können wir Trader vom vollständigen Lot bis zum übers Mini-Lot zum Mikro-Lot traden und nicht in jeder Währung wird alles angeboten, ne? Das heißt, hier an dieser Stelle können wir einfach mal immer schauen. Wir sehen es ja hier. Ich mache einfach mal kurz das Trading-Tool mit an entsprechend. Wenn wir jetzt hier uns beispielsweise mal das Währungspaar Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar anschauen und wir hier beispielsweise sehen, wir können hier im Währungspaar Neuseeland-Dollar, Kan-Dollar beispielsweise hier die Positionsgrößen auswählen und da sehen wir, da können wir vom Mikrolot bis hin zum Lot alles traden. Der Weg ist hier komplett mit offen. Schaut man sich das Ganze in anderen Währungen an, ich gehe mal ganz kurz hier auf den Euro beispielsweise ein, einfach mal als zweites Beispiel, was wir hier haben, kurzen Augenblick. So, Euro, US-Dollar beispielsweise. So, da ist er, zack, gehen wir mal drauf. Auch da schalte ich mal kurz den Trading-Modus hier im Stereo-Trader mit an. Jetzt muss ich kurz gucken. Ah, der Stereo-Trader ist hier gerade nicht drinnen. Kurzen Augenblick. Den nehme ich einfach mit rein. Wem das passieren sollte, einfach Steuerung N drücken und dann den Stereo-Trader hier unten anklicken und einfach wieder mit reinziehen. Und schwuppdiwupp, schon ist das Ganze drinnen. Und da sehen wir es hier jetzt.
einfach, wo es noch nicht aktiv ist, hier auf dieses Feld oben klicken, auf dieses kleine Dreieck oben im Feld beim Stereo Trader, und dann können wir das Ganze aktivieren oder deaktivieren. Und hier sehen wir es beispielsweise auch im Euro-US-Dollar stets offen, also hier die Positionsgröße von 0,01 bis hin zum Lot steht uns entsprechend alles offen. Das hier kann man relativ leicht sehen. Und wie ich schon gesagt, wo es keine Mikrolots gibt, dann sieht man hier oben auch die Mikrolots nicht angegeben. Das ist hier so. Also bei den meisten Währungen haben wir hier sozusagen alles offen, vom vollen Lot bis hin zum Mikrolot. Das, der kleine Ausflug da. Ich hoffe, es war interessant an dieser Stelle, auch dieser kleine Ausflug. Jetzt wünsche ich allen Traderinnen und Tradern erstmal einen guten und erfolgreichen Handelstag hier für den Freitag. Sage tschüss, bis nächste Woche Montag, 8.30 Uhr geht es hier weiter im Trading mit schönen Handelsideen. So von der Planung her mache ich wahrscheinlich diese Woche auch wieder mein Research am Sonntag. Und wie schon gesagt, Montag 8.30 Uhr geht es weiter mit den tickenden Charts. Also allen ein tolles Wochenende, gute Erholung, viel Spaß und einen erfolgreichen Freitag. Bis nächste Woche. Tschüss.